Jo, meine Freunde, willkommen zu einem Video vom Landwirtschaftssimulator 2017 Real Life Edition. Hier seht ihr gerade das Hauptmenü und jetzt klicken wir einfach mal auf Karriere starten und hier steht es auch schon, Map Coswig, Spiel wird geladen, bitte warten. Dort fährt irgendein Typ, ich glaube das bin sogar ich, mit einem Case. Ja, jetzt sind wir auf dem Hof gespawnt und gucken uns mal kurz um. Man kann den Wind ganz gut hören, ist sehr windig gerade. Wir drehen uns jetzt einfach mal ein bisschen um. Okay, da steht ein John Deere. Älterer Hof in Sachsen. Wir gucken einfach mal in die Luft und wow! Da sind die drei Traktoren, die uns zur Auswahl stehen. Ein Fendt, ein Klaas und ein... Hä? Ach da, ich wollte gerade schon sagen, was passiert hier? So, hier haben wir den Case 620 Quadtrag. Wir steigen jetzt einfach mal ein. Wir laufen dann natürlich sehr schön hin. Guck mal, hier unsere durchtrainierten Arme. Wir machen die Tür auf und da unten kommt der Abonnieren-Hinweis. Okay, was macht der hier im Bild? Wir starten den Motor von unserem Case Quadtrag. Na, komm, spring an. Will er nicht? Doch. Jetzt ist er an. Okay, wir gucken uns mal kurz ein bisschen um. So, wir fahren mal kurz ein kleines bisschen rückwärts, um uns hier aus der Kuhle sozusagen raus zu beamen. So, jetzt, ihr seht hier, wie ich versuche, mit dem Traktor zu fahren. Es ist nicht gerade leicht, die Steuerung, aber mit ein bisschen Übung schafft ihr das auch. So, wir machen Perspektivenwechsel. Was machst du denn da, der Charakter? Der ist am Handy. Pack das Handy mal weg. Komm, erstmal Selfie-Time. Okay, er macht irgendwie einen Vlog. Also pack das Handy bitte weg. Dankeschön. So, hier seht ihr auf jeden Fall irgendeinen Charakter, der jetzt hier versucht, mit dem Case Quadtrag zu fahren. Sehr konzentriert tut er dies. Und wir sehen auch jetzt, wie er gerade zurückguckt. Okay, das macht er sehr schön. So, wollen wir mal wieder einen anderen Blickwinkel machen? Ja, komm, so, jetzt mal von oben. Wir wollen auch ein anderes Fahrzeug mal ausprobieren. Wir klappen jetzt erstmal den Lampengigant hier aus und setzen ihn dann ab. Ich habe das mal ein bisschen beschleunigt hier. Mit Taste 2 kann man ja irgendwie die Zeit beschleunigen. So, okay, jetzt drücken wir wieder auf die Real-Life-Taste. Also Zeitskalierung ist wieder auf 1. So, jetzt müssen wir mal kurz hier gucken wegen der Steuerung. Auf W können wir losfahren. Wir müssen mal aufpassen, dass wir hier auch eine gerade coole... Ach, coole sage ich immer. Warum sage ich immer coole? Dass wir hier eine gerade Spur ziehen. Der Helfer davor hat das nicht so gut gepackt. So, dann gehen wir jetzt mal Vollgas und es ist übelst am Qualmen. Das ist so richtig trockener Sandboden quasi. So, wir versuchen mal... bisschen näher hier zu schauen, aber komm, wir nehmen noch mal eine andere Perspektive ein. Also wir drücken, oder wir haben ja gerade C gedrückt und sehen dann hier noch mal, wie das dann richtig aussieht mit unserem Helfer und da hinten fährt dann noch der andere Helfer. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Wenn ihr eine Fortsetzung wollt, liked mal das Video, abonnieren, drücken und... Weitere Bilder und einen spannenden Bericht dazu findet ihr in der neuen Stark, welches ab Februar 2017 im Handel gibt. Vielen Dank auf jeden Fall an Lemken und Profi für diese coolen Videoaufnahmen und die Ermöglichung dieses Projektes.